Sie haben die etwa 400 Kilometer Autobahnfahrt auf sich genommen und rockten am Dienstagabend die Erfurter Thüringenhalle. Bab. Für die Kölsch-Rockband um den Frontmann Wolfgang Niedecken stand die Landeshauptstadt bereits im Herbst vergangenen Jahres auf dem Plan, doch es sollte alles anders kommen. Ein Schlaganfall, der zum Glück keine ernsthaften Spuren hinterließ. Anfang Mai dann das Comeback, nur etwa 6 Monate nach dem tragischen Ereignis. Ich bin übrigens sehr froh, dass ich wieder weiter mit Musik machen kann, dass ich jetzt nicht... Vorher musste ich ja immer nur erklären, was das denn war, den ganzen Tathergang wieder erklären. Leute haben sich halt Sorgen gemacht und ich finde auch, dass man es ihnen auch dann erklären muss, aber nicht in alle Zeiten, das ist das Ding. Niedecken ist froh, wieder auf der Bühne stehen zu können und das merkte man ihm auch deutlich an. Aber er hat sich nicht nur innerlich verändert. So trägt er seit seiner schweren Erkrankung einen Bart, etwas, das er vorher wohl nicht ausprobiert hätte. Das wäre ein Debakel geworden, beziehungsweise ein Massaker, wenn ich mich anfangs rasiert hätte. Meine rechte Hand war ja gelähmt in den ersten Tagen. Und als da ein bisschen was stehen blieb, hatte ich auch nicht richtig Lust. Weil das war alles noch nicht so richtig so fit, dass das alles funktionierte. Und irgendwann kam dann der Erste und sagte, da lässt er bestimmt mal was von stehen. Da habe ich halt mal ein bisschen was stehen gelassen. Und sogar meine Frau findet es okay, weil ich nie gedacht habe. Mit auf der Bühne der Kölner stand Clouseau. Der Erfurter performte zusammen mit dem Bab-Frontmann unter anderem den Song Half so wild und den gemeinsamen Titel All die Augenblicke. Die beiden kennen sich schon seit 2008 und haben einen gemeinsamen Draht zueinander gefunden. Wir waren vor 4 Jahren zusammen beim WDR zu Gast, beide in der Sendung eingeladen und haben uns da kennengelernt. Und ich habe Songs von ihm gehört und habe gesagt, dass ich viele Sachen extrem cool finde, viele Sachen auch kenne, aber von den neuen Sachen die Texte noch nicht verstehe und er hat sie direkt ins Ohr übersetzt. Und ich habe dann Chicago vorgespielt und dann haben wir uns über Dylan und Neil Young unterhalten und dann war es um uns geschehen. Das Stück All die Augenblicke singen Niedecken und Clouseau zusammen für einen guten Zweck, wie er verriet. Genau, das ist für Rebound. Wolfgang setzt sich ja seit Jahren dafür ein, hat dieses Projekt, da muss man mal gucken, um mehr Infos zu bekommen. Ich schnupper mich gerade so rein und er führt mich an das Thema ran. Es geht viel um Kindersoldaten in Afrika und wir haben zusammen den Song für den Echo, All die Augenblicke, ein Feature gemacht, in dem ich Strophen von ihm dann im Deutsch gesungen habe. Und wir haben gesagt, okay, dann machen wir das für Rebound, praktisch für dieses Projekt. Und jeder praktisch Cent geht an Rebound, wenn man diesen Song runterlädt. Fast 3 Stunden gab Bab die Musik auf der Bühne zum Besten, immer in einer guten Mischung aus alten und neuen Werken. Die rund 1500 Besucher waren mitgerissen vom alten, neuen Wolfgang Niedecken. Also wir rocken schon ordentlich ab. Das Einzige, was wir nicht mehr tun, ist am Schluss... diese Kampfzugaben, also so jetzt machen wir euch fertig, also das ist nicht mehr drin. Das ist auch beim Einstellen meiner Stellschraube, ist mir das auch aufgefallen. Warum in aller Welt muss ich allen beweisen, dass ich länger kann? Warum? Es soll ein schöner Bogen sein. Das ist das Wichtige und die Leute sollen beschwingt, erfüllt nach Hause gehen und denken, oh schade, die kommen ja erst in 2 Jahren wieder.